Der Kanakenduft, ja? Der Kanakenduft, hallo? Leighton Parfums de Mali, der Kanakenduft. Ich glaube es ja wohl nicht. Jetzt muss ich mir meinen Mann dazu vorstellen. Dein Mann. Mein Lieblingsduft riecht puffig, nuttig und prollig. Alles klar, gut zu wissen, ja? Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video machen wir eine Parfüm-Challenge. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, schalt auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Wenn du Bock hast, check mich auch gerne aus auf Instagram. Dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir, als auch einige Outfit-Posts. So Leute, wir sind hier heute in der Stuttgarter Innenstadt und machen eine Parfüm-Challenge. Das ganze Video wird gesponsert von der Firma Unique. Das ist das Parfüm-Abo Nummer 1 aus Deutschland. Falls du wissen möchtest, was Unique ganz genau ist, dann check eines meiner letzten Videos aus. Dort erkläre ich ganz im Detail ausführlich, was Unique ist und wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt nochmal in Kurzform. Unique ist das Parfüm-Abo Nummer 1 aus Deutschland. Es gibt es noch nicht so lange. Das Motto von Unique ist erst daten und dann verlieben. Wieso? Du kannst erst Düfte austesten, also daten. Und dann, wenn du dich in einen Duft verliebt hast, dann kannst du einen Originalduft auch bei Unique bekommen. Und der Abo-Beitrag wird dir vom Originalduft verrechnet. Also ein richtig, richtig geiles Konzept. Und falls du dich noch nicht verliebt hast in irgendeinen Duft, kein Problem. Dann kannst du jeden Monat aufs Neue einen neuen Duft deiner Wahl ausprobieren. Und das Geilste, du kriegst noch 25% Rabatt auf den ersten Monat bei Unique mit meinem Code Daniel25. Also falls du noch ein Geschenk suchst für Weihnachten, für deinen Liebsten oder für wen auch immer, ja, hast du auf jeden Fall jetzt eine gute Idee zu Weihnachten, kannst du das gerne mal auschecken. So Leute, und was machen wir heute hier? Wir machen eine Parfüm-Challenge. Es geht um zwei Düfte, Parfüm A gegen Parfüm B, tritt gegeneinander an. Und wir fragen hier in der Stuttgarter Innenstadt, was die Leute von den Parfüms halten. Also wir fragen, magst du Parfüm A oder magst du Parfüm B? Und dann schauen wir einfach mal, für welche Düfte die Leute sich entscheiden. Aber als allererstes gucken wir jetzt mal, was Unique uns für Düfte zur Verfügung gestellt hat. Let's go! Also Leute, das sind die beiden Düfte, die Unique uns zur Verfügung gestellt hat. Und mein persönlicher Favorit ist Leighton, ja, Parfums de Mali. Aber ich glaube, dass der Masse Romeo on the Rocks ein bisschen mehr gefallen wird. Aber gut, schauen wir mal, was die Stuttgarter so sagen. Let's go. Okay, riech mal. Duft 1. Ja, ist für Männer oder Frauen? Für Männer. Okay. Das ist Duft 2. Welchen findest du besser? Duft Nummer 1. Das riecht halt ein bisschen mehr. Nach Opa. Das riecht nach Opa. Okay. Deswegen würde ich das mehr empfehlen. Das würde ich, okay, obwohl wir haben auf jeden Fall schon eine Stimme. Das ist auf jeden Fall hier auf dieser Stelle Romeo on the Rocks. Ja, jetzt bist du dran. Okay. Welches findest du besser? Das hier? Okay. Nimm dir deine Zeit, kein Stress. Warum ist das so? Ja. Also das riecht halt stärker. Ich würde das hier nehmen, weil es so dezenter ist. Okay, sie ist auch für Romeo on the Rocks. Okay. Also ich bin halt eher der Fan von stärkeren Parfüm, deswegen eher das. Okay, also Punkt für Leighton Parfums de Mali. Okay, du bist schüchtern? Kein Problem, ist in Ordnung. Okay, nochmal hier tauschen. Zack, zack. Duft Nummer 1? Mhm. Duft Nummer 2? Ich finde den besser. Den hier? Ja. Noch ein Punkt für Leighton. Also so, wir haben jetzt zwei Düfte zur Auswahl. Okay. Duft 1 und Duft 2. Du darfst entscheiden, welchen dir besser gefällt, okay? Ja. Duft Nummer 1? Ja, was schon, sagst du dazu? Ja, schon mal ganz gut. Nicht zu süß. Okay. So ein bisschen würzig. Würzig-herb, so ein bisschen leicht, würde ich sagen. Der andere? Ja. Oh, der ist mir zu süß. Zu süß? Ja, und ist so ein bisschen samtig. Samtig-süß. Aber den finde ich besser. Welchen findest du besser? Den. Den? Das war Romeo on the Rocks. Frisch. Ist es der samtige, den du gerade wahrscheinlich gemeint hast? Sag ich nicht. Ich vertausche jedes Mal aus. Doch, lecker. Okay. Finde ich echt gut. Duft Nummer 2. Jetzt bin ich gespannt. Mhm.
mit diesem Holzigen ja. und allem drum und dran. Ich glaube, mir gefällt sogar der besser. Okay, wieder ein Punkt für Romeo on the Rocks. Alle Damen stehen auf Romeo on the Rocks. Allein wegen dem Namen her muss es eigentlich gewinnen, ne? Romeo on the Rocks. Schwierig. Ja? Also, wenn das ein Mann trägt, dann muss er sehr männlich sein, sonst ist das zu heftig. Okay, ich glaube, ich bin männlich genug. Das dauert aber also ganz schön lange. Ja, der ist echt ein Tick zu heftig. Den kann man auch als Unisex tragen, by the way. Den kann man auch, den können Damen auch tragen. Ein Punkt für Layton. Hey! Mein Lieblingsduft. Gute Wahl, gute Wahl. Parfüm Nummer 1? Parfüm Nummer 2? Das zweite. Das erste das zweite? Ist Oma. Das erste ist was? Das erste ist Oma. Oma, okay, das erste ist Oma. Es ist Männerduft, aber egal. Das erste ist Oma, das ist sogar mein Lieblingsduft. Macht aber. Ich lieg nach Oma. Ab 80 Jahre, ja, kannst du den Duft kaufen. Ja, Daniel Korte trägt ihn auf jeden Fall. Okay, also Punkt für Romeo on the Rocks von Philly und Phil. Hallöchen. So, wir haben jetzt zwei Düfte. Ja. Welcher gefällt dir besser? Ich gebe dir mal den ersten. Ja. Das ist der. Was sagst du dazu? Ja, ist nicht ganz meins, aber ist okay. Okay. Riecht ein bisschen nach Duftstäbchen, finde ich. Okay. Nach Duftstäbchen. Nach Duftstäbchen, ja. Zweiter Duft? Ich weiß, was du mit Oma meintest. Wenn es der andere war, tut's mir leid, aber der riecht wirklich ein bisschen komisch. Also ich finde, der riecht ein bisschen... Welcher ist besser? Der riecht nach Mottenkugeln. Und das? Der riecht nach Duftstäbchen. Aber den finde ich tendenziell besser. Okay, cool. Alles klar. Layton bekommt einen Punkt. Ja, danke. Parfüm A gegen Parfüm B. Ja? Und du darfst jetzt entscheiden, welcher Duft besser ist. Ich gebe dir den ersten. Duft Nummer 1. Und jetzt dieser hier. Duft Nummer 1 ist besser. Ja. Duft 1 ist besser? Ja. Alle einstimmig? Aha, ja. Oh, das war 3 Punkte für Romeo on the Rocks. This one? Oh, just test it. This one? Okay. Or this one? That one. That one? Okay, cool. Thank you very much, man. And now you also want to be inside? Come on. Okay. This one. Yeah. Which one is better? One. This one? This is... Layton. Okay, you both decided for Layton. Really? Yeah, okay. Both the same. So, zweimal für Layton gestimmt. Gut. Was sagen Sie dazu? Gut. Ja? Duft Nummer 2? Der ist besser. Der ist besser? Ja. Ganz klar, finde ich auch. Danke. Danke, das war's, ja. Also, Punkt für Layton. Danke. Wir machen einen Parfümtest. Männerparfüms. Duft 1 und Duft 2. Wollt ihr mitmachen? Einmal riechen und ihr entscheidet euch für einen Duft. Duft 1 und Duft 2. Der erste Punkt für Romeo on the Rocks. Jetzt bist du dran. Den ersten. Den ersten? Oh, das war aber ganz klar. Auch Romeo on the Rocks. Okay, Ladies, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Du musst, warte, ich gebe ihn dir einfach in die Hand. So, riech doch mal. Was sagst du dazu? Riecht gut. Riecht gut? Ja. Erotisch oder gut? Gut. Nur gut, okay. Jetzt gebe ich dir Duft Nummer 2. Duft Nummer 2. Wie riecht der? Besser. Besser. Riecht der erotisch? Nee, normal. Auch nicht. Der riecht auch normal. Aber okay, Punkt für Layton. Der hat nämlich gerade mit der Kamera gefilmt, wie wir sie gefilmt haben. Und jetzt bist du dran, mein Freund. Ja, jetzt kannst du mich nicht erwischen. Okay, Duft Nummer 1. Das ist schon gut, ja. Das ist gut? Ja. Okay, ich cool. Hab's, ja. Duft Nummer 2. Das ist besser. Welches ist besser? Ja, das da. Das zweite? Ja, genau. Also, du musst nicht nervös sein. Riech nochmal. Ach so, nein, das da, sag ich jetzt mal, okay. Du riechst nicht mal. Gerochen. Ja. Okay, welcher ist besser? Das da. Der? Ja. Layton, okay, alles klar. Noch ein Punkt für Layton, danke dir. Ja. Duft Nummer 1? Okay. Duft Nummer 2? Nummer 2. Nummer 2, findest du besser? Besser. Riech nochmal. Das war der zweite? Ja. Ja? Definitiv Nummer 2? Nummer 2. Okay, perfekt, vielen Dank. Kein Problem. Punkt für Layton, Parfüm Somali. Danke dir. So Leute, am Ende des Tages hat tatsächlich Romeo on the Rocks gewonnen.
Also, mein persönlicher Favorit, Leighton, hat verloren, aber ich lag in meiner Vermutung richtig. Die Masse findet Romeo on the Rocks besser. Und ja, erstmal vielen Dank an Unique U für die Kooperation und vielen Dank an alle Leute, die mitgemacht haben bei der Parfüm Challenge. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, macht gerne einen Daumen nach oben. Ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen über eure Kommentare und über eure Daumen. Und falls ihr auf der Suche seid nach einem Weihnachtsgeschenk, ist Unique U auf jeden Fall eine gute Idee. Und mit dem Code Daniel25 bekommt ihr 25% Rabatt auf euren ersten Monat bei Unique U. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Peace out.